Ich gebe es zu, ich bin ein bisschen süchtig geworden von Macbellum, diesem fantastischen Strategiespiel, was ja seit kurzem in der Vollversion erhältlich ist. Und wir zocken einfach nochmal eine Runde. Ganz unverbindlich werden wir Kloppe verteilen. Und im Chat ist auch Kompetenz vorhanden. Angry Kid, der kurzzeitig mal Nummer 1 Spieler in der gesamten EU war und in den Top 25 weltweit, der ist im Chat heute und nicht, dass ich ihn brauchen würde. Aber nur zur Absicherung bei kleineren Entscheidungen ist es ganz gut, dass er da ist. Ich werde einfach direkt in den Mehrspielermodus, obwohl ich der Vollnoob bin, und starte mal so ein One-on-One. Gehen wir mal so. Ich hätte erst zum Warmmachen auch einen Computer nehmen können. Aber nee, das machen wir nicht. So, wir gehen rein. Oder willst du ein Two-on-Two und du probierst dich aus und schaust ein bisschen auf meinen... Ja, können wir gleich auch noch machen. Können wir auch noch machen. Wir machen erstmal ein One-on-One und dann können wir sehr gerne, dann müssen wir uns mal adden, ne? Bei Steam. Können wir gerne machen. Was? Oh, es geht los. Was heißt diese 301? Ist das mein Level? Ist das mein Rating? Oder was? Piep, piep. Deutscher Server. Ah, okay. Serverregion. Ist nicht mein Rating. Na gut. Jetzt bin ich gespannt. Okay, was können wir machen? Geschwindigkeitsspezialist haben wir Tarantel und Fang, Stahlkugel und Fang, Mustang und Kriecher oder Arclight und Stahlkugel. Wie schnell du bist! Warum denn jetzt Mustang und Kriecher? Das ist so... Ich würde gerne wissen, ist das eine gute Kombination einfach? Hohe Geschwindigkeit, große Reichweite? Okay, das ist natürlich echt... So, was hat er denn? Er hat... Oh, Scharfschützen. 3 Stück. Und auch ein Mustang. Das heißt, wir haben Mustang-Battle und wir haben die Kriecher und er hat die Scharfschützen. So, das heißt, wir können jetzt noch eine Sache dazu kaufen. Beziehungsweise wir können auch Mustangs kaufen. Entsperre Stahlkugeln, alles klar. Wir entsperren die Stahlkugeln. Und dann kaufen wir wahrscheinlich auch einen, ne? So, geil. Und... Dann zeige ich dir die empfohlenen Formationen. Wir können hier sowas machen. Oh, das ist die breite Formation. Eine ganz breite. Wir können hier so eine sehr auf den linken Flügel fokussierte. Ja, die zweite auf den linken Flügel fokussiert. Wir überlagern den linken Flügel. Das können wir sehr gerne machen. Gehen hier direkt auf seinen... Ah ne, das ist sein Hauptaus. Das ist, glaube ich, die Forschungsstation oder was andersrum. Ne. Okay. Und dann... Können wir eh nicht mehr viel machen. Wir könnten uns theoretisch noch Kriecher kaufen. Guck mal, wir können uns noch eine Kriecher-Einheit dazu kaufen. Was sagst du, Angry Kid? Ich würde es ja machen, ne? Ich würde es ja direkt ausgeben. Nächste Runde links und rechts neben den Stahlkugeln. Was? Nächste Runde links und rechts neben den Stahlkugeln? So. Naja, jetzt haben wir einfach die komplette Seite massiv überlagert. So. Ah, oh, okay. Der hat ja gar keine Chance. Das sehe ich ja jetzt schon. Was machen denn die Kugeln eigentlich? Da, in der Region, sind wir lediglich am Verteidigen. Nice! Wir haben direkt sein Ding zerschrottet. Jetzt hat er da natürlich seine sehr imposanten Scharfschützen, aber die sind ja rein von der Menge her viel zu wenige. Die Runde geht an uns. Die Runde geht einfach sowas 100-0 an uns. Sensationelle Leistung. Oh, wir können 3 Funks, wir können einen Scorpion, Squad, Rhinos oder Arclights. Die dritte, den Rhino. Was macht der Rhino? Hohe Geschwindigkeit, hohe TP, massiven Streuschaden. Alles klar. Oh, der Rhino. Alles klar, alles klar, alles klar. So, wo packen wir den Rhino in seine linke Flanke stellen. Ja, das finde ich auch eine sehr gute Idee. Hier hinten direkt ganz an den Rand. Da muss er erstmal drauf reagieren, ne? So, was habe ich gemacht? Jetzt können wir noch was anderes kaufen. Wir haben 400 Mark. Das heißt, entweder wir kaufen 2 Stahlkugeln. Zack, warte mal. Das sind meine Mustangs, ne? Genau.
Also wir kaufen nochmal die Stahlkugeln. Stellen wir die vor die Mustangs. Und eine Fähigkeit auf Stahl. Also den sollten wir nach... Du sagst Luft nach hinten. Lass Luft vor dem Rhino. Okay. So. Also seine Fähigkeiten von dem Rhino sind... Letzter Blitz, Feldpflege, Photonbeschichtung und Wirbelwind. Und dann haben wir hier bei ihm haben wir Energieabsorption, Schadensteilung hatten wir glaube ich auch schon mal, Reichweitenerhöhung. Aber wir sparen unser Geld. Das finde ich eine gute Herangehensweise. Denn was will er tun? Er wird erstmal auf meinen Freund aufmerksam und macht ihn direkt kaputt. Das ist ein großer Kummer. Ah! Oh, hier, der geht allein auf mein Nest zu. Fuck, der hat hier auch sowas gebaut. Ungehörig. Fuck, der hat jetzt diese Runde, wird er aber gewinnen. Das gefällt mir nicht. Der nimmt mich richtig auseinander gerade. Boah. Warum? Naja gut, der denkt jetzt haha, aber der weiß ja nicht, dass ich Kohle gespart habe ohne Ende. Alles klar. Massen verringert die Rekrutierungskosten auf Vorschlagkammer. Feuerkontrollsystem. Oh. Tragbarer Schild. Rhino-Angriff. Wirf drei, eine Rhino. Wirf eine. Okay. Also zack. Gut, das heißt, wir haben jetzt ein... Ja, den würden wir direkt nutzen, ne? Warum darf ich das da? Hier. Rhino Drop. Und dann sollen wir noch einmal Kriecher vor den Rhino stellen, damit der geschützt wird. Das finde ich sehr gut, weil er wird sonst direkt... Hallo? Ey. Hallo? So. Der wird das hier jetzt... So, und was können wir jetzt noch... Jetzt können wir vielleicht ein Upgrade fahren. Oder noch was anderes. Bau einmal Stahlkugeln bei dir hinten rechts. Dazu eine Bombe. Um seinen Rhino zu slowen. Hier, okay. Stahlkugeln. Eine Bombe. So. Jetzt haben wir natürlich wieder nicht genug Geld ausgegeben. So, der ist erledigt. Die gehen daran. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Aber er hat super viel von den Mustangs. Wir haben gar nicht genug Geld ausgegeben. Range auf die Kugeln wird hier. Ja, das ist auch ganz geil gelaufen. Überraschenderweise haben wir gewonnen. So, einmal Kriecher vor Rhino hinten links, dann im linken Tower plus 50, damit noch einmal Kriecher bauen kannst. Was? Dann einmal Kriecher vor Rhino hinten links. Was machen wir jetzt? Klebrige Ölbombe. Oh. Elite Wasp. Uiuiui. 15 Lenkraketen auf das Zielgebiet. Zusätzlicher Einsatzslot. Ah ja, das ist doch ganz geil. So, Range auf Kugeln und Range auf Mustangs. Das machen wir natürlich erstmal. Können wir upgraden. Das ist wahrscheinlich sehr geil. Das mache ich jetzt einfach. Und zack. Dann machen wir auf die Reichweitenerhöhung machen wir auf die Stahlkugeln und auf die Mustangs machen wir das auch. Jetzt haben wir noch 100 Mark und jetzt könnten wir uns noch Kriecher kaufen.
Sollen die hier vor, diese, meinst du, auf diese Flanke? Links neben deinen linken Stahlkugeln. Hier. Okay. Mehr können wir nicht machen. So. Jetzt bin ich mal gespannt. Den wemsen wir hier weg. Oh, der ist gar nicht so schlecht. Ne, der ist sehr schlecht. Okay, hier wird richtig geackert. Ja, sehr gut. Der Sniper ist abgelenkt und kriegt jetzt hier richtig auf die Nuss. Da kommen die Leute und machen den Sniper platt. Der Sniper hat keine Chance. Hier, wir drängen ihn zurück. Bam, das ist schon wieder der Sieg. Jetzt kann er gar nichts mehr machen. Alter Schwede. Bin ich ganz alleine sehr gut in diesem Spiel. Ich muss es natürlich auch mir merken, ne? Es bringt mir ja nichts. Ich will ja nicht nur machen, was du sagst. Ich muss ja auch checken, warum, damit ich es reproduzieren kann. So, wir haben die Barriere, wir haben die effiziente, leichte Erstellung, Rekrutierungskosten von Nicht-Rieseneinheiten. Erhöht TP aller Einheiten, finde ich ja schon mal gar nicht schlecht. Effiziente, riesige Herstellung. Okay, wir nehmen die zweite, alles gut, alles gut. Die effiziente, leichte Herstellung verringert die Rekrutierungskosten von Nicht-Rieseneinheiten um 50. Das bedeutet, alle sind deutlich günstiger. Das ist natürlich geil. Hier die Kriecher sogar um die Hälfte billiger geworden. Das ist natürlich sehr, sehr geil. Top kommentiert, stark, Nils. Dankeschön. So, alles klar. Also, wie viel kann ich denn jetzt überhaupt noch kaufen? Wie viele Slots habe ich denn noch frei ein? So, jetzt machen wir das so. Bam. Überlagern wir die andere Seite. Das Transportieren nervt mich noch. Jetzt überlagern wir die andere Seite auch noch. So, mehr können wir gerade nicht machen. Außer hier so ein wunderschönes Upgrade. Sichtig. Und dann let's go. Ja, das war ein bisschen zu kurz, egal. Oh geil, jetzt hat er hier so Flugmaschinen gebaut. Das ist natürlich geil, die muss ich leider kontern. Und zwar mit den Mustangs, die sind gut gegen die Lufteinheiten. Aus ein paar mehr Mustangs. Das ist auch kaputt. Ja, das ist ja sensationell. Wir haben bereits gewonnen. Hammer. Der weiß gar nicht, dass ich trainiert werde. Der denkt sich, wow, was ein geiler Typ. Dabei bin ich ja gar nicht so geil. Fast, nicht ganz, ein bisschen. Ah, beim Verschieben nicht Drag and Drop, alles klar. Ach so, er hat aufgegeben. Ja, verständlich. Ich bin einfach zu dominant gewesen. Zu dominant. Jetzt eine... Ja, pass auf, jetzt finde ich gut. Wir machen jetzt, pass auf, wir machen jetzt Folgendes. Das ist eine gute Idee. Ich mache jetzt eine ohne Chat. Und dann gibt es hinterher eine Manöverkritik. Pass auf, ihr müsst euch das merken, was ich mache. Und dann könnt ihr mich kritisieren. Das ist auch gut. Das finde ich eine sehr gute Idee. Könnt ihr sagen, das hättest du mal und so. Vielleicht werde ich ab und zu mal was fragen. So, jetzt muss ich hier wieder überlegen, was ich nehme. Da fängt schon an. Arclight und Sturmrufer, Tarantel und Scharfschütze, Fang und Vorschlagkammer, Scharfschütze und Mustang. Du willst wahrscheinlich 4. Das ist nur Boden, da kann ich ja gegen Luft überhaupt nichts machen. Fang ist, glaube ich, auch ganz geil. Den kenne ich gar nicht so wirklich. Ah! Nein, ich habe nicht aufgepasst! Die Zeit war zu Ende! Oh Gott im Himmel!
Ich hab was habe ich gemacht? Tarantel und Scharfschütze. Das war überhaupt. Ah, das ist Snasel. Was hat er? Vorschlag. Okay, Vorschlaghammer und Kriecher. Er hat super viele Kriecher. Das heißt, ich brauche eine Einheit, die gut ist gegen. Vielzahl von Feinden. Vielzahl von Feinden. Er hat eine Vielzahl von Feinden. Eieieiei. Okay. Ich könnte aber auch was entsperren. Was haben wir denn noch? Hier diese. Die von eben. Er hat aber sehr wenige. Er hat ganz viele Einheiten. Vielleicht muss ich auch irgendwie sowas Kleines freischalten. Die vielleicht auch. Die Mustangs mache ich jetzt. Ich darf jetzt nichts mehr kaufen, das ist blöd. Und jetzt machen wir eine. Wo sind denn meine empfohlenen. Ey, wo sind meine empfohlenen. Hä? Wo sind die jetzt hin? Wieso kann ich keine empfohlenen Aufstellungen machen? Warte mal, nee, das funktioniert jetzt überhaupt nicht. Egal. Er überlagert meine Flanke. Das ist die größte Sauerei. Aber die sind ganz gut. Ja. Und jetzt kommen aber hier seine Vorschlaghammer. Die muss ich mir mal angucken. Okay, der wämst den einfach. Okay, die sind krass. Die Vorschlaghämmer sehen mir nicht so schlecht aus. Aber die sind reine Bodeneinheiten. Das heißt, ich kaufe mir jetzt Lufteinheiten. Ja, ich muss mir Lufteinheiten bauen. Er hat so ein paar Snipers. So, was mal, so Feuerducks. Das sind die Dinger, die sind gut gegen diese Infanterie. Sturmrufer, Fang und Rhinos. Was macht Rhino? Ah, Rhinos. Ist das die Artillerie? Oh, das ist die Artillerie. Ihr liebt Artillerie. Die kommt natürlich nach hinten. Er hat hier die Seite etwas überlagert. Also kommen die auch etwas nach hinten. Ich wollte aber auch Luft kaufen. Sturmufer kann ich jetzt natürlich. Was kostet mich denn hier so? Vielleicht habe ich zu viele verschiedene Einheiten. Das ist. Ja, das kaufen wir jetzt. Und die setze ich auf seine Flanke. Ja, dann können die denen da in den Rücken fallen. Und dann gibt's noch. Kann ich irgendwas updaten hier? Upgraden? Ne, können wir noch nicht. Dann bauen wir noch von dem Geld noch einen Sniper. Let's go. Ja, er hat die Raketenwerfer sehr schön. Dann können die hier richtig schön in den Rücken fallen. Das geht auf. Da hat er nur diesen Sniper. Da kommt seine Artillerie. Ja, die wird nicht lange halten. Shoot. Ja, es müsste eigentlich nochmal gut gehen. Ja. Okay, das ist nochmal gut gegangen. Jetzt überlege ich, ob ich seine Flanke jetzt nochmal verstärke. Was haben wir hier? Hacker Rang 3, Bewegungsgeschwindigkeit aller Einheiten. Oh, ich habe noch in Overlord müsste ich mir holen, oder? Die Reichweite von Einheiten, die mit diesem Gegenstand ausgerüstet sind, ist 20 Meter. Oh, verstärkter Overlord. Da müsste ich Overlord natürlich auch jetzt freischalten. Ist natürlich als Flugeinheit vielleicht gar nicht so schlecht. Oder so ein Hacker, ne? Die sind, glaube ich, auch ganz geil, diese Hacker-Dinger.
Ich nehme. Ah, da muss ich mir noch eine Einheit freischalten. Da habe ich super viele verschiedene. Ich glaube, ich nehme den Hacker. Ich glaube, der Hacker ist cool. Wo ist er denn? Wo ist mein Hacker? Rang 3. Hallo? Wie kann ich jetzt den Hacker einsetzen? Ach so, den muss ich... Ah, verstehe. Ach so. Was kann der denn? Muss der weiter nach vorne? So. Und Scharfschützen können wir uns nochmal nehmen. Und den baue ich aber hier mit rein. Um die Seite ein bisschen weiter zu ärgern. Ja, ja, dumme Idee. Hat er natürlich gut. Hat direkt was gegengesetzt. Aber was macht jetzt der Hacker alles? Na, ja, der hackt sich da in die Reihen. Der ist kaputt, das ist fantastisch. Ich werde seine linke Flanke noch weiter exploiten. Oh, geil. Runde 4, sehr schön. Ich wähle... Oh, was ist das? Elektromagnetische Explosion. Eine Großfläche elektromagnetische Explosion. Wasp-Schwarm. Oh, wir können die Rekrutierungskosten des Mustangs reduzieren. Um 50. Was kosten die denn jetzt? Ja, pass auf, wir machen das, dann sind die günstiger. Da, jetzt ist der Mustang günstiger. Wir haben jetzt 600 Mark. Ich brauche hier auf jeden Fall noch irgendwas, was da... So. Auf Sicht ist das gut. Und dann bauen wir noch mal eine Artillerie. Ja. Ist eigentlich besser, oder vielleicht, wenn wir die hier hinten machen. So. Und können wir nicht hier noch... Ah, jetzt habe ich... Kostet irgendwas 100? Wie viele Sekunden noch? Ne, das ist mir zu viel. Spar das Geld. Ah, die sind hier richtig schön abgelenkt. Ja. Hier ist seine... Er hat da gar nichts auf der Flanke hier. Nur so ein paar kleine. Da kommt seine Artillerie. Aber ich habe jetzt auch neue Artillerie. Da haben sie wirklich überlebt, da die Flugeinheiten, das ist super. Ich glaube, ich baue da nochmal eine zweite Flugeinheit, das ist im Arsch. Hat er gar nichts auf der Flanke. Meine Artillerie ballert in deren Vorschlaghämmer rein und meine Sniper machen den Rest hier. Okay. Ja, das war's, wir haben gewonnen. Gewonnen ist gewonnen, sag ich immer. Der hat viel mehr Kampfkraft als ich. Guck mal, wie viel Kampfkraft der hat. Okay. So, ich bin bereit für eine Manöverkritik. Crying Suns. Du hast ohne mich viel besser gespielt. Das ist sehr lieb, dass du das sagst. Die Stormcaller waren ein bisschen weit hinten, die laufen sehr langsam. Ah, okay, die müssen weiter nach vorne. Okay, oh, wir sind am Levelaufstieg. Ah, einfach direkt das nächste. Ja, Runde 1 hätte ich mehr auf die Zeit schauen sollen, das stimmt.
Ach, warte mal, du hast mich eingeladen. Warte, warte. Ah, jetzt habe ich schon einen. Ich habe gerade erst gesehen. Sorry. Machen wir gleich. Pass auf, wir machen noch einen. Nächste Runde machen wir Turn 2. So, was haben wir hier? Fang und Vorschlaghammer, das waren die, die er gerade hatte. Luft und Boden, das ist nur Boden. Dann haben wir hier die guten Sniper und den schweren Panzer. Wir haben die Tarantel und den Scharfschützen und wir haben den Fang und den Sturmrufer. Ach, Artillerie ist mir, glaube ich, zu früh. Wir nehmen heute mal, die kannte ich gar nicht, die Jungs. Wir nehmen mal, ich nehme mal das hier. Probieren wir mal aus. Das hatte ich exakt das gleiche eben. Okay, er hat Kriecher und Mustangs. Okay, ich brauche irgendwas, was super gut ist gegen viele Einheiten. Da gab es doch zum Beispiel den Arclight, den Skorpion. Da an Schwarmeinheiten, da. Was kostet der? 300, kann ich mir nicht leisten. Mistekacke. Aber wenn ich es jetzt freischalte und dann kann ich es mir nächste Runde leisten. Und dann habe ich, pass auf, ich nehme jetzt den Skorpion und dann nehme ich noch einen Sniper. Und er, das wird jetzt ein Desaster, befürchte ich fast. Ich befürchte, das wird nicht so gut enden. Ich stelle mich mal ein bisschen breiter auf. Dass wir ihn, aber das wird vermutlich jetzt erstmal ein Problem werden. Aber es ist, was es ist. Oh, er ist ganz vorne, hat er sich aufgestellt. Das ist gut, dann kann ich ihn gleich in den Rücken fallen. Was hat er sich noch gekauft? Scharfschützen? Ja, das, er wird mich komplett überrennen. Gar keine Frage. Okay, jetzt muss ich gucken, wie ich da wieder aus der Nummer rauskomme. Also Taranteln sind auch Schwarmeinheiten. Ja, der hat mich komplett vernichtet. Ja, zu Recht. Aber ich habe jetzt die... Oh, ein Schmelzpunkt, das kann ich mir noch nicht leisten. Ne? Kriecher tauchen kontinuierlich aus dem ausgewiesenen... Oh, das finde ich ganz geil. Photonbeschichtung. Damit kann ich ihn, glaube ich, richtig ärgern. Ich mache jetzt das. Dann packe ich die hier hin. Und dann nehme ich jetzt meinen Skorpion, den ich mir ausgebildet habe. Und ich könnte den direkt nach vorne setzen. Ich glaube, das ist gar nicht so dumm. Nee, naja, war schon okay. Bleib mal da stehen. Direkt nach vorne. Und ich mache natürlich hier auch noch eine fette Wächterrakete rein. Und mehr kann ich nicht machen. Ich hatte leider nicht genug Geld, um noch in seinen Rücken zu gehen. Hat er mir irgendwas hier hingestellt? Nee. Okay, das Ding ist schon Schrott. War das meine eigene Wächterrakete? Habe ich damit selber geschrottet? Ich befürchte fast. Aber ich mache ihm das hier kaputt. Sehr schön. Der war schuld. So, Snipies. So, jetzt ist die Frage, ob er gecheckt hat, dass das ein Zauber war. Vielleicht ist er jetzt verwirrt und stellt hier oben was hin. Stahlkugeln, Sturmrufer. Warte mal, Sturmrufer haben wir noch nicht freigeschaltet. Oh, erhöht die EP-Rate von Scharfschützen. Das ist vielleicht gar nicht schlecht. Oh, hier, das ist auch geil. Oh, beides, glaube ich, geil, weil ich so viel Scharfschützen habe. Oh, beides geil. Uff, aber wir machen mal das, dann kann ich mehr Einheiten pumpen. Ich bin gerade so ein bisschen im Hintertreffen, was die Anzahl der Einheiten angeht.
Okay, wir kaufen auf jeden Fall einen davon. Den direkt entgegenstellen. Und Tarantel. Okay, mehr können wir nicht machen. Alles geht direkt auf den, das ist super ärgerlich. Der Taifun ist geil. Also der sieht geil aus, aber geil ist, mag ich nicht zu bewerten. Okay. So. Jetzt. Oh, 4 Arclight-Squads, Rang 2. Ein Säbelzahn-Squad. 2 Weitblicker, den kenne ich gar nicht. Oder 4 Fang-Squads Rang 3. Mit leichten Einheiten. Okay, wir nehmen mal die Fang-Einheiten. Und jetzt gehe ich mal auf seine Flanke. Alter. Ich werde jetzt komplett mal seine Flanken penetrieren. Und ihn dann nerven. So. Dann werde ich... So, pass auf. Jetzt haben wir... Dann kaufe ich mir einen Taifun und setze den dahinter. Dann muss er schon richtig in der nächsten Runde richtig was machen. Und dann wollen wir noch, warte mal, ich bin noch nicht so weit, gib mir mehr Zeit. Alter. So, okay. Da hat er nichts, sehr geil. Hat er mir was in die Flanken gerieben? Nee. Ja. Was ist das? Scharfschütze, was kann der denn alles ab, Alter? Boah, die haben ja gar keine... Achso, die sind noch kaputt von dem Dings. Die machen überhaupt gar keinen Schaden. Hat der das... Hallo? Hat der das gelevelt oder was? Weil die noch so... EMP... Ja, jetzt, okay. Sehr gut, das kam zur perfekten Zeit. Jetzt sind nämlich die... Ja, das war nochmal ein kleiner Gamechanger. Das ist auch kaputt. Sehr gut. So, jetzt ist er natürlich eigentlich in der Überzahl. Aber er ist noch ein bisschen ge-EMP'd. Und hier kommen noch die anderen kleinen Lulis. Ja, er wird gewinnen, aber es war mir eine Freude. Können wir auch beschleunigen. Okay, okay. Also, was haben wir denn? Oh, das finde ich geil. Ja, das... Nehme ich auf jeden Fall. Oh, der kann richtig upgraden, der Typ. So. Wir brauchen mehr Power. Der hat hier super viele so kleine Einheiten. Aber ich hatte doch den hier extra mir ausgebildet, weil der gut ist gegen so kleine Einheiten. Hat der hier irgendwas an die Flanke gesetzt? Nö, hat er nicht. Und dann können wir noch einen
Warte. Oh, das. Hallo? Warum kann ich nicht transportieren? Hallo? Wie jetzt? Ja, das ist doch neu. Was ist denn jetzt los? Ich kann das nicht mehr bewegen. Jetzt. Ich muss ihn ein bisschen. Ich fall ihm weiter in den Rücken einfach. Okay, hier ist richtig was los. Auch richtig viele Scharfschützen. Das ist gut. Oh Mann, die Typen sind krass. Also er schützt seine Base auch gar nicht. Ich muss bei mir mehr Defensive machen. Ich krieg seine Sachen natürlich auch weg. Aber so. Die sind fast verschenkt hier. Weil die voll lange brauchen, bis die in irgendeiner Form wieder eingreifen können. Vielleicht nochmal ein bisschen Artillerie. Der hat so viele Einheiten. Ich weiß nicht, wie viel Kohle ich jetzt habe. Sandwurm ist, glaube ich, ganz geil. Oh, ich liebe die Overlords, aber auch. Das ist eine Artillerieeinheit. Nehme ich Festung oder nehme ich Overlords? Ah, fuck. Ich gehe auf Artillerie. Was haben die für eine Reichweite? Reichweite wird erhöht. Oh, und die. Oh, pass auf, das können wir auch nochmal machen. Aber erstmal müssen wir hier. Können wir uns keinen weiteren mehr leisten. Jetzt. Pass auf, wir holen uns. Wir nehmen noch einen davon. Okay, let's go. Da würde ich als nächstes das Schutzschild nehmen für die. Okay, es ist ein. Okay, es sieht gut aus. Da kommen wir. Ah, nee, fuck, da hat er den Overload hingepackt. Das nervt massiv. Da habe ich gar keine Chance. Da hat er mich mit einem Overload komplett. Leider. Oh, das ist, glaube ich, auch geil. Ich nehme die Reichweite. Ich brauche eigentlich Anti-Air. Was habe ich, was ist am besten? Eine reine Artillerieeinheit. Was ist das Beste gegen die eine reine Lufteinheit? Was ist eine reine Anti-Air? Eine reine Anti-Air-Einheit. Sag mal, das könnt ihr mir mal kurz schreiben. Fang ist Range gut. Die Fangs. Habe ich Fangs schon? Da. Fang. Okay, pass auf. So, aber die sind auch billig.
Mann, wieso kann ich... Hallo? So. Die werden natürlich erstmal komplett zersägt. Aber das brauche ich um seine... Alter, ich kann das hier nicht... Das nervt mich gerade hart. Wieso kann ich die nicht bewegen? Hallo? Das wird in dieser Runde natürlich noch nichts werden. Fuck. Das war dumm, war ich zu langsam. Ja, da hat er natürlich hier richtig gut aufgerüstet. Aber die kommen einigermaßen durch hier, die Fangs. Die halten den zumindest auf, aber es sieht gerade nicht so gut aus. Er kommt hier von der Flanke auch und nervt. Ja, das war jetzt sehr, sehr schlecht. Der wird komplett zersägt von der rechten Flanke. Ja, das war's. Ah, das haben wir nicht gut gemacht. Vielleicht war schon jetzt die Niederlage. Ja, das war's. Schade. Ja, das finde ich, hat ganz gut angefangen, aber dann haben wir... War nicht gut. Du kommst genau zur ersten Niederlage, ja. Stormlords und EMPs. Da war Gaius schuld, auf jeden Fall. Keine großen Einheiten in die erste Reihe zu packen. Ja. Ja. Ich hatte gedacht, die können dann direkt, aber das war eine dumme Idee. Ach was, man kann das ins Replay einsteigen und die anders spielen. Das ist ja super. Und bei der Artillerie muss EMP sein. Okay. Die Scorpions sind wie Artillerie einzusetzen. Okay. So, hier, wo bist du jetzt? Kannst du mir gerne nochmal, wenn du nochmal machen willst, kannst du mir gerne nochmal eine Einladung schicken? Wie nehme ich die jetzt an? Da. Ah, da. Ach so. Scorpions, ja, natürlich sind Scorpions dabei. Hast du dir die Units im Hangar angeschaut? Nee, noch nicht wirklich. Ich muss erstmal ein bisschen checken und ein bisschen Praxis und dann kommt noch Theorie obendrauf. So. Da bin ich mal gespannt. Ich habe noch nie 2 gegen 2 gespielt. Ich weiß gar nicht, wie das jetzt hier aufgeteilt ist. Okay, was haben wir hier? Tarantel und Kriecher. Fang und Vorschlaghammer. Kriecher und Sturm. Wow. Scharfschütze und Mustang. Ich nehme Scharfschütze und Mustang. Jeder hat einen Gegner, okay. So, ich finde, das ist eine ganz gute Idee. So, was hat er? Ja, er hat die Fangs natürlich und die Sturmrufer. Okay, der hat fette Artillerie. Und wieder die Fangs. Okay, dann würde ich doch vorschlagen, soll er doch kommen. Die haben ja wahrscheinlich unterschiedliche... Ah, hier, warte, empfohlene Formation. Ach was, echt? Die Snipes vorne? Okay. So, wir können noch ein paar Snipes machen oder noch ein paar Mustangs. Wir können... Ja, er hat ja...
Die müssen sich um die Kleinen kümmern und die anderen müssen sich um die... Pass auf, wir kaufen nochmal. Kann ich 2 Snipies kaufen? Ja. Ja. Okay. Let's go. Dü-dü-dü. So, Snipies können aus der Entfernung schon mal... Im Idealfall, naja, jetzt ist die Artillerie zum Einsatz gekommen, das nervt. Ja, okay, das ist blöd. Alles klar, beide gleichzeitig zerschossen, das ist keine gute Idee. Die kommen jetzt wahrscheinlich noch zu Angry Kid, Angry Kid regelt aber. Und jetzt? Kämpfen die auch noch gegeneinander oder wie sieht das aus? Glaub. Jetzt muss Angry Kid die Reste hier wegpflücken, die leider immens sind. Das tut mir sehr leid. Da kriegen wir jetzt richtig auf den Sack. Oh geil, ich muss... Oh, warte mal, Feuerdachs. Was machen wir? Scorpions. Weitblicker. Was hat der für eine Reichweite? Weiß man nicht. Scorpions. Anti-Schwarmroboter. Leichte Boden- und Lufteinheiten. Ich will was Schnelles. Ah, ich nehme mal den Skorpion. Und... Kann ich den mit Säure? So. Jetzt habe ich ja gar kein Geld mehr. Ich habe nur, ich werde einfach komplett, das wird ja gar keinen Unterschied machen. Wahrscheinlich. Aber wir werden sehen. Fuck. Weiß nicht, ob das schlau war. Das Upgrade jetzt zu machen war wahrscheinlich mega dumm. Ich habe zu wenig Masse. Ich hätte vielleicht erstmal was anderes machen müssen. Er hat mich ja komplett überrollt. Eine Einheit wird da keinen Unterschied machen. Fürchtig. Schauen wir. Wenn der jetzt von dem Sniper weggerissen wird, direkt so ist es. 2 Schüsse und das war's. Ja, das ist ja komplett scheiße gewesen. Der wurde von dem Sniper komplett zerlegt. Der hier steht. Ich hätte ihn woanders hinstellen müssen. Oder nicht direkt im. Ja, also überhaupt gar keine Chance. Wahrscheinlich habe ich jetzt aber auch so richtig schwere Gegner, weil Angry Kid so gut ist. Kriege ich wahrscheinlich jetzt auch gute Leute. Ich muss weiter vorne Leute so Kugelfutter bauen. Ich muss Kugelfutter bauen. Ja, ich versau's hier. Nee, ich muss jetzt, pass auf, ich muss jetzt reagieren. Ich muss reagieren. Ich brauche ganz viele jetzt. Oh, das ist natürlich gar nicht schlecht. Ich mache mal die Scharfschützen günstiger. Aber ich brauche dringend Masse. Masse. Funks wahrscheinlich. Ich glaube, ich brauche Funks. So. Die gehen ganz nach vorne.
Mehr kann ich gerade nicht machen. So, und dann nehmen wir noch mal. Rechte Rakete. Sonst habe ich keine Chance. Muss kreativ werden. Let's go. Den Rest spare ich. Oh Gott. Na, der ist auch hinüber. Ah, fuck. Oh. Ja, ich muss besser werden. Wir gewinnen, ja, vielleicht. Oh, das war knapp. Also, das finde ich ganz geil. Upgrades verbrauchen keine Vorräte mehr. Wie soll ich das denn verstehen? Was? Das ist ja übermächtig. Wie Upgrades? Nee, ich muss das nehmen. Wie darf ich das verstehen? Upgrades kosten keine Vorräte mehr. Das wäre doch völlig absurd. Die werden ja dann einfach übermächtig. So, was? Die hatten auch. Hatten die diesen Schutzschild oder irgendwas? Hatten die doch hier Belagerungsmodus? Reichweite? Erhöht die Reichweite um 40. Boah, können wir die Reichweite erhöhen? Aber es kostet so viel Geld. Wir müssen ja noch mehr Leute, mehr Kanonenfutter kaufen. Wir müssen mehr Kanonenfutter kaufen. Kann ich zwei Sachen kaufen? Ein Skorpion und Scharfschützen. Ja, jetzt habe ich zu wenig hier. Scheiße. Ah, das war nicht gut. Ich habe jetzt. Wieso habe ich überhaupt so viel Geld übrig? Das war gar nicht gut von mir. Ja, das hat sich überhaupt nicht gelohnt gerade. Ja, die Johnnies da. Sie leben nicht lang genug. Boah, der hat mich einfach komplett überrollt. Komplette Überrollung. Lol. Wir gewinnen überhaupt nicht. Aber du gewinnst. Muss dir was einfallen lassen. Er hat hier so viele von diesen Snipern auch. Sturmrufer, Scharfschütze. Kann auch meine Einheiten auch gar nicht upgraden. Erstaunlicherweise leben wir noch. Und 5000 Mark. Okay, pass auf. Ich muss komplett meine Taktik ändern. Sandwurm Rang 2, 2 Säbelzahn-Squads.
Okay, schauen wir mal. So, jetzt haben wir 1000 Mark. Ich kann hier auch kaum irgendwas upgraden oder so. Reichweite erhöhen ist wahrscheinlich gar nicht so dumm. Und jetzt machen wir einfach. Ah ne, das ist scheiße. Über die Reichweite. Können die früher ballern. Mehr können wir die machen. Sniper hauen die natürlich komplett weg da. Das ist ja. Die Reichweite ist zwar erhöht, aber die Sniper haben eine höhere Reichweite. Und dessen Artillerie wahrscheinlich auch. Aber die Säbelzähne machen ganz guten Wumms. Aber es reicht natürlich hinten und vorne nicht. Die Sniper nerven mich hart. Alter Schwede, kann das sein, dass es die erste Runde ist, die ich hier gewinne? Alter Schwede! Am Ende kackt die Biene. Alter, das ist jetzt einfach sensationell gut. Hahaha. Hey, was willst du tun? Ey, warte mal, hast du jetzt verloren? Angry Kid! Was ist los? Angry Kid, was ist los? Der hat dich geflankt? Nein, das darf der doch nicht. Das nehme ich. Ich nehme den orbitalen Speer. Und jag ihm die hier durch die Sniper rein. Was? Nein, ich denke, hä? Warte mal. Nee. Abbruch. Ich hau ihm die hier in die, da in die Sniper rein. So, ja, was sollen wir machen? Let's go. Oh, oh, oh. Oh, Raketen. Nein. Ah, ah, Mist. Und schieß doch mal was. Ah, er kommt nicht ran. Die Reichweite ist zu krass. Okay. Hier kommen wir durch. Angry Kid. Das darfst du nicht zulassen. Ich komme und helfe dir, okay? Keine Sorge, ich helfe dir. Alles gut, alles gut. Mach dir keine Sorgen. Auch wenn du noch nicht so gut in dem Spiel bist. Ich bin ja da.
Okay. Ich helfe dir danach ein bisschen. Ich sag dir danach, was du machen musst. Okay? Das musst du schaffen. Ich glaube an dich. Mit jeder Runde lernst du ein bisschen was, Angry Kid. Was machen wir? Ich habe keine Festung. Ich nehme die Vulkaneinheit. So, wir haben richtig viel Geld. Schnell befördern, bevor hier die Zeit abläuft. Ich wünschte, ich könnte noch ein bisschen mehr Sniper kaufen. Idee von ihm. Warum macht er sowas? Das tut mir richtig weh, was er hier gebaut hat. Das geht genau in meine Leute rein. Ich weiß gar nicht, was das ist, aber es sieht nicht gut aus. Hat er sich wieder ein bisschen mehr auf mich konzentriert? Sehr unnötig dumm. Angry Kid, was machen wir falsch? Da wir verlieren. Boah, der viele Sniper ist ja einfach nur nervig. Lol. Okay. Bei mir läuft's. Alles gut. Du musst aber auch gut sein. Ja, ich glaube, wir sind beide gut. Ey, das hat funktioniert. Guck mal. Wir haben ihn richtig zerschmettert. Ja, Wolski! Oh, ich kann nochmal das gleiche machen. Oh, das finde ich aber auch super. Oh, was nehmen wir? Vulkan, das hatten wir gerade schon. Das ist ja eigentlich für alle Einheiten 30% mehr TP. Das erscheint mir massiv mächtig zu sein. So, was, wie viel Geld haben wir noch? 450 Mark. Was können wir machen? Reichweite erhöhen. Die Säbelzähne finde ich sehr wichtig. Und können wir noch irgendwas für die kleinen Pupser tun? Nee. Ich kann noch die Raketenabfangjäger hier positionieren. Oh Gott, hoffe ich nehme mich da nicht so viel selber Schaden. Boah, ey, was eine Wüste Welle an
Projektilen hier aufeinander zufliegt. Der Wurm ist voll blöd. Der greift mich einfach so an. Oh, alter Schwede. Okay, die Sturmrufer nerven richtig. Aber die sind down. Meine Skorpione machen... Jawohl. Skorpione sind gut. Muss mehr Skorpione bauen. Jawohl. Ich habe die Hausaufgaben erledigt. Krass, er hat Vulkane und Overlords. Ist es unser Ende? Sieht nicht gut aus. Aber ich komme zur Rettung. Nee. Warte, wie sieht's aus? Haben wir gewonnen? Ja. Fantastisch. Runde 9. Okay, okay. Oh, Reichweite finde ich super. Oh! Die Rekrutierungskosten der Skorpione um 100. Aber jetzt ist es ja nicht mehr das Geld, was uns fehlt, ne? Das ist geil. Wir nehmen den Ionenstrahl und setzen den Ionenstrahl komplett hier rein. Du hast ja auch schon sowas gesetzt, das ist ja fantastisch. Dann deiner geht von links nach rechts, dann geht meiner von hier nach da. Und so, die, was hatte ich jetzt gesagt? Die Skorpione sind krass, ne? Wo sind die gelandet? Entschuldigen Sie bitte. Ich bin so doof. Ich habe original, lol. Das machen wir so. Ich wollte natürlich das gar nicht so. Okay. Okay, wir haben 950 Mark. Kann ich noch ein geiles Upgrade durchführen? Das ist gut gegen dessen Artillerie. Mal gucken. Ja, seine Sniper werden sehr gut. Seine Snipies werden platt gemacht. Fantastisch. Ach du Scheiße, was ist das denn? Wasps. Och, die zerlegen meine Skorpione, die Wasps. Das gefällt mir überhaupt nicht. Ich habe nicht genug Anti-Air. Ich muss seine Skorpione platt machen. Seine Wasps. Fuck, ich habe nicht genug Anti-Air. Das ist blöd. Fuck, die sind alle nur Boden, ne? Oh, dieser Wespenschwarm. Ist der gebaut oder ist der beschworen? Wir haben gewonnen. Alter, wir sind ja die Besten, du und ich. Hallo? Hammer! Komm, das machen wir nochmal. Let's go. Herr Holunder, vielen lieben Dank. Mevio Ansuil. Vielen lieben Dank. Was? Twitch hat 2 Abos an die Community verschenkt? Was war das denn jetzt? Ey, erstmal Kamuro Ishigamix haut 10 in den Club. Vielen lieben Dank, Kamuro. Und wo war ich stehen geblieben? Jetzt muss ich mich beeilen. Ansuil war ich. Reik.de Zocker und Salz. Vielen Dank. Twitch, ist es, wie ist es? Original Twitch-Account? Bist du bei mir zu Besuch? Wie funktioniert das? Dem muss ich gleich auf die Spur gehen. Erstmal muss ich kurz gucken, was ich hier mache. Fang und Sturmrufer ist geil. Das ist vielleicht eine gute Kombination. Kriecher und Vorschlaghammer. Arclight und Sturmrufer. Arclight und Stahl. Oh, die ist auch nicht schlecht. Vielleicht eine Kombination aus Sturmrufern und Fangs.
Probieren wir mal was Wildes. Und mein Gegner hat... Ah, Vorschlaghammer und fucking Scharfschützen. Okay. Wir brauchen... Was ist denn gut? Wir müssen erstmal mehr Fangs bauen. Die Scharfschützen können nicht alles wegballern. Und dann nehmen wir... Ja, die hier hinten, oder was? Sind wir sicher, dass wir das so wollen? Na gut, ich nehme die Formation so an. Oder wir überlagern ihn. Können wir auch machen. Weiß ja nicht, was er vorhat, ne? Die finde ich ganz, ganz ausgeglichen. Wobei die hier hinten, ich weiß nicht, ob ich das so smart finde. So weit weg. Dann sind die schon zerlegt. Die entfalten doch eigentlich ihre Stärke, auch wenn sie erst ein bisschen zusammen sind, oder? Wir machen das so. Und beenden die Runde. So, wir warten noch. Gucken wir mal rüber. Was machst du? Ah, du willst die rechte Seite überlagern. Er kommt von ganz hinten. Naja, er hat das Timing ganz gut drauf, ne? Die sind dann zusammen an irgendeinem Ort. So, jetzt kommt die Artillerie. Ah, die schützen jetzt hier. Wenn welche durchbrechen, schützen die meine Artillerie. Aber die Sniper nerven mich natürlich, weil die wahrscheinlich eine weitere eine größere Reichweite haben als meine Artillerie. Aber die Runde geht an uns, aber es ist nur die erste Runde. Sehr gut. Ich komme zu deiner Hilfe. Brauchst du Hilfe? Ja, brauchst du. Kein Problem, ich helfe dir. Meine Artillerie ist die beste, die es gibt. Siehst du, warum ich dir geholfen habe? Hey, was ist los, Angry Kid? Kein Problem, ich komme immer gerne. So, was machen wir? Oh, Elite-Stahlkugel. Das ist, glaube ich, geil. Ne, wir machen natürlich die Elite-Stahlkugel. Kann ich die nicht jetzt auch kaufen? Ja, wo setze ich die jetzt hin, ne? Ich dachte, die kann ich jetzt auch kaufen. Hallo? Wo sind die denn jetzt? Jetzt muss ich die erstmal freischalten noch. Ach, das ist ja natürlich blöd. Na gut, nächste Runde habe ich schon Stufe 3. Also ich habe das smart war. Könnt ihr jetzt auch überlagern. Wir bleiben mal ein bisschen in der Mitte. So. Was ist das hier? Ich habe keine Ahnung, da kommen Herzen. Hat er jetzt in meinem Rücken irgendwas gebaut? Ja, leider. Ach, was? Wie hat der denn den Overlord bekommen? Was ist das denn? Schon in Runde 2? What the fuck? Fuck. Hat er den beschworen? Oh, jetzt nimmt er mich auseinander, weil ich keine Anti-Air-Einheit mehr habe. Okay, hat er das, habe ich gerade nicht gesehen, hat er das gebaut oder hat er die beschworen? Jetzt nimmt er mich auseinander, logischerweise. Mega dumm. Ja, das war von mir richtig blöd. Eine einzige Overlord-Einheit. Hat alles, was ich vorhatte, ruiniert. Fuck.
Muss ich mal gucken. Die ist tatsächlich dauerhaft da. Ja, was machen wir jetzt? Schnelle Abklingzeit erst. Ich nehme dann das Kostenlose. So, jetzt muss ich irgendwelche fucking Anti-Air-Einheiten bauen. Mist. Ja, mehr kann ich jetzt nicht machen. Wie weit vorne sollten die sein? Die haben ja nur nur Boden, ja. Okay, let's go. Ah, da hat der die. Ach du Scheiße, das war sehr smart. Und leider von mir sehr dumm. Ja, das. Ich weiß gar nicht, wie ich diesen Oberlord da wegkriegen soll. Boah, da muss ich mir ganz dringend was einfallen lassen. Diese Wächterraketen von ihm sind leider sehr gut positioniert. Nee, das wird nichts. Wie kriege ich das Schiff am besten weg? Das Schiff. Okay. Mustangs. Was ist das denn? Luft und Boden, Weitblicker. Scorpions sind nur Boden. Feuerducks. Nee. Mustang. Oh, ich brauch. Ist der gut gegen. Kann der die gut runterholen? Ich kenne den zwar nicht, aber der klingt für mich wie einer, den ich super nehmen kann, um diese Scheiße da zu kontern. Ja, da gucken wir gleich mal, was ich noch machen kann. Oh Mann. Okay, das ist eine gute Idee. Die kriegen den weg. Sehr schön. Ah, das war eine gute Idee von mir. Hat er sich gerade geheilt? Der heilt sich ja. Alter Schwede, der kann sich heilen. Das ist ja maximal unangenehm. Aber das hat einen richtigen Unterschied gemacht. Weil der mich jetzt nicht mehr einfach so platt machen kann. Sehr, sehr gut. Das war gut. Das ist kaputt. Was hat er hier? Ein Scorpion Level 3. Das war mal wichtig jetzt. Vulkaneinheit, Mustang, Fließbandfertigung.
Oh, habe ich eine riesige Einheit? Nanoreparaturset. Wirft eine Vulkaneinheit ab, um den Gegner anzugreifen. So, ich muss ja eigentlich richtig viele Stahlkugeln bauen, weil die sind schon Stufe 3. Warte. Der Chat war die ganze Zeit. LOL, ihr seid seit 100 Stunden nicht mehr da! Der Chat war die ganze Zeit eingefroren. Ich verstehe das mit seinem. Achso, er hat eine Karte gebaut, dass er die umsetzen darf, oder was? Dass er das Schiff jetzt umgesetzt hat. Das ist natürlich. Jetzt hat er drei Stück davon. Ja, dann baue ich einfach weitere Weitblicker. Ist doch gar kein Problem. So, die Sturmufer sind natürlich komplett arbeitslos. Gegen die Schiffe. Aber hier, die machen das schon, hoffentlich. Ja, ich muss mehr von denen bauen. So, jetzt liegt der Alarm. Jetzt habe ich hier meinen Stufe 3 Weitblicker. Der muss mal richtig schön. Sehr gut! So, jetzt seid ihr wieder da. Hallo Leute. Raketenabfang für die Farsi. Okay, Festung. Sandwurm, Säbelzahn. Was ist das denn? Riesiger Wachroboter. Vulkan. Sandwurm mag ich auch, ne? Sandwurm ist auch lustig. Ja, Sandwurm. Ich brauche aber auf jeden Fall eine Weitblicke-Einheit. Hier. Gegen die beiden Schiffe. Wieso schießt er denn auf die? Das sind doch gar nicht. Damit kommt er schon alleine klar. Der braucht mich doch nicht. Und so, was? Irgendwas sollte ich ausbauen, habe ich hier gehört. Raketenabfangjäger. EMP. Dann geht das Reparieren aus, hm? So. Ja, die sollen nicht zu weit nach vorne, sonst kommt ihr doch in den tödlichen Dunst dessen, ja, die sind ein Stück zu weit vorne. Ich hatte gehofft, die werden rechtzeitig überholt. Da muss ich gleich noch einen zweiten von den Weitblickern bauen. Das war nicht so gut. Ja, das war nicht so eine gute Idee. Ja, ich muss noch einen Weitblicker hier bauen. Da muss ich ganz, ganz dringend die rechte Flanke mit den Weitblickern platt machen.
Die kommen jetzt hier zum Glück und erledigen hoffentlich zuerst die Schiffe. Die haben komplett meine Arti hier weggeflott. Ja, das ist ein Fehler. Ich war, ja, das ist eine massiv dumme Idee gewesen. Oh, fuck. Alles nur, weil ich zu wenig Luftabwehr da hinten habe. Das ändere ich jetzt massiv. Ja, das, den Fehler werde ich jetzt gerade rücken. Ja, fuck. Wir haben ja keine riesige Einheit, oder? Haben wir riesige Einheiten? Keine Ahnung. So, wir machen jetzt Folgendes. Ich baue jetzt hier auf jeden Fall Weitblicker. Die kriegen Raketenabfangjäger. Jetzt habe ich noch 400 Mark. Die Weitblicker kosten 300 Mark. Kann ich nicht noch... Bam. So, und noch einen weiteren. So, die Flanke ist jetzt hier gestellt. Aber ich will nicht, dass sie die angreifen. So, bitte. Okay. Jetzt kannst du gar nichts mehr machen. Was willst du jetzt tun? Folgendes mache ich jetzt noch. Der hier. Ach, das kann ich mir nicht leisten. Wegen des Geldes. Mist. So, jetzt habe ich deren Luftflotte hier. Da ist auch noch mir egal. So. So, die zerpflücken alles. Bitte sofort. Okay, ich brauche mehr Weitblicke. Was ist hier an der Front? Da hat er auch noch so einen Typ. Der ist down, das ist down. Ja, trotzdem. Weitblicke ist the place to be. Sonst ruiniert der mir hier meine ganze Arti und so. Boah, was ist denn das für ein Typ? Das ist der Sieg. Geil. Das war doch super. Komm, noch eins, oder? Hast du noch mal Bock? Wollen wir noch mal? Das hat Spaß gemacht. Sag mal, gibt es nicht irgendwie eine Tabelle, wo man quasi sehen kann, was welche Einheit kontert welche andere Einheit? Das muss es doch eigentlich geben, oder? Also es wäre doch total sinnvoll, dass man wie bei Steinpapier Schere. Jemand spielt Schere, ich klicke auf die Schere und mir wird angezeigt, spielt Stein. So, das ist natürlich sehr viel komplexer, aber wenn ich jetzt ich schaue, okay, der hat Vulkan, was auch immer, dann muss es einen Cheat geben, da klicke ich auf die Einheit, die er hat, und dann werden mir die besten Konter-Einheiten angezeigt. Das muss doch eigentlich gehen. Das ist also so auch als Lernen jetzt, ne? Gar nicht mal um zu cheaten oder so, sondern einfach auch, ja, um zu lernen. So. Jetzt müssen wir mal gucken.
Geht's weiter? Ja, ne? Oder? Machst du noch weiter? Wulle de Wulsk! Du geiler Typ, vielen lieben Dank. Geht weiter, sehr gut. Nächste Runde läuft. Ich muss noch mal ganz kurz hier meine Aufstellung machen bei Kickbase. Wer spielt denn alles? Wer kennt sich aus mit Fußball? Soll ich Rieder aufstellen? Oder soll ich Sieb aufstellen? Weiß man bei beiden nicht, ob die spielen. Ist doch doof, oder? Müssen wir uns gleich nochmal angucken. So. Nächste Runde. Let's go. Google mal Machiavellum Countertable. Das ist eine gute Idee. Das machen wir. Das ist eine sehr gute Idee. Okay, was haben wir hier? Wir haben Tarantel und Scharfschützen, Scharfschütze und Vorschlaghammer, Kriecher und Sturmrufer, Tarantel und Kriecher. Oh, die Sturmrufer sind natürlich unsere geile Arti. Die Kriecher, das könnte eine ganz gute Kombination sein. Scharfschützen mag ich natürlich auch. Taranteln. Ich probiere mal das. Ah! Wieder zu langsam gewesen. Nein! Da war er wieder viel zu langsam, der Nils. Die haben die Fangs und den Vorschlaghammer. Ich original wieder zu langsam war. Wie kann einem denn sowas ständig passieren? Warum kann ich hier nicht die empfohlene Aufstellung machen? Manchmal ist sie da und manchmal nicht. Ich verstehe es ehrlich gesagt überhaupt nicht. Let's go. Aber hier schön nebenan, die sind schon am Kämpfen. Der kommt zu mir rüber, ist der doof? Ey, Angry, der schickt mir seine Leute zu mir. Weil der sieht, dass ich zu krass bin. Das ist ja frech hier, guck mal, der Arclight kämpft für den. Das musst du jetzt, das geht aber nicht. Dass die sich natürlich, klar, die suchen sich den stärksten Spieler raus und versuchen den zu fokussen, kann ich auch komplett verstehen, aber finde ich nicht in Ordnung. Ich komme, ne? Ich helfe. Ich komme rüber. Ich helfe. Brauchst keine Angst haben, Angry, ich mach das. So, was machen wir? Wasp, Mustang, Scorpion oder Rhino? Ich finde Scorpion mag ich. Oder Mustang, die sind auch geil. Ne, wir nehmen das. Die mag ich ganz gern. Das sind Anti-Schwami. Die Schwarmroboter. Und eine in die Mitte. Bisschen ausgeglichen. Ja, okay, let's go. Was macht er hier? Ganz vorne die Kugeln. Da kommt ein Rhino. Ja, gute. Oh, was ist denn das hier? Ist das die Bewegung des Rhinos? Viel wichtiger ist ja, was mein Gegner macht. Der hat hier schon mal... Oh, shit. Nein. Oh, nein. Jetzt werde ich komplett zersägt.
Shit. Ah, ich habe keine Anti-Air. Oh, wo die Runde wird böse sein. Ich habe keine Anti-Air. Oh, das wird schmerzhaft werden. Der nimmt mich komplett auseinander mit so blöden Wespen. Dumme Idee. Nicht aufgepasst. Muss ich sofort kontern. Der zerlegt alles, was ich habe. Mit einer Einheit. Ach, scheiße. Oh, es ist einfach traurig. Eine Einheit reicht aus, um alles, was ich habe, zu zerstören. Das ist einfach nur bitter. Das ist original. Und die machen hier links die falsche Bahn auch noch. Als wenn ich nicht eh schon Probleme hätte. Okay. Ich brauche ganz dringend Anti-Air. Hier. Wasps. Nehmen die Wasps. Dann kann ich die direkt quasi hier mit dem kontern, mit dessen Wasps. Und jetzt muss ich aber ganz dringend nochmal. Habe ich irgendwas? Boden, das ist ja Luft und Boden. Ja, der Scharfschütze, gut. Aber wir müssen irgendeine gute Anti-Air-Einheit. Wir wissen ja. Die Sturmrufer, waren die das? Nee, das ist die Artillerie. Wo waren die denn nochmal? Nicht so. Fuck, wo war die? Wo war die Einheit? Die Unterstützungseinheit, die ich gerade so geil fand. Fuck, wo ist sie? Wie viel Zeit habe ich noch? Ah, ich habe noch ein paar Sekunden. Keine Panik. Fang, Kriecher, Arclight, Rhino, Wasp, Mustang, Geist. Die kann ich gar nicht kaufen. Fuck, jetzt muss ich die Wasp-Einheiten kaufen. Das nervt mich gerade komplett, aber ich muss ja. Das bringt mir anderes. Fuck. Scheiße. Das war nicht genug Wasp-Einheiten. Er ist von hinten gekommen. Oh nein, ey, das war nicht gut. Das wird wieder in einem Desaster enden. Vielleicht muss ich mehr Scharfschützen bauen oder so. Seine Flugeinheiten machen mich komplett kaputt. Das tat richtig weh, das hat richtig reingepanscht. Was bringt mir das? Ich hab die Kriecher nicht mal, das war alles falsch gemacht. Nee, ja. Warte mal, haben die hier irgendwas Dauerhaftes positioniert? Nee. Ja, geht ja nicht anders. Das ist leider nur Raketenabfang. Nee, wir sparen uns das restliche Geld. Oder wollen wir... irgendein geiles Upgrade, was wir haben wollen.
Nee. Sparen wir uns das Geld. Kriege ich die selber ab jetzt, die Rakete? Oh, fuck, diese kleinen Einheiten nehme ich auseinander. Ah, das ist eine Wasp-Elite-Einheit auf Stufe 3, ne? Das ist natürlich auch komplett mies. Ja, das hat immer noch nicht gereicht, weil es eine Stufe 3-Einheit ist. Oh, es ist exakt wieder das gleiche passiert. Das hat nicht ausgereicht. Ja, das ist mein Ende. Wie ich einfach mit so einem kleinen, mit so einer kleinen Pimmeltaktik besiegt werde. Was ist eine gute Anti-Air-Einheit? Er hat halt diese eine Stufe 3, also die hat er wahrscheinlich mit einer Karte gespielt. Ich habe keine Mustangs gebaut, ja. Mustang oder Geist, alles klar. Mustang ist Counter gegen Wasps. Okay, ich kaufe jetzt Mustangs. Fuck. Werden wir es überleben? Wir müssen überhaupt überleben jetzt. Das sieht gut aus. So, jetzt werde ich ihn einfach wegkontern. Ah, Mustangs! Und die Weitblicker! Und die Phoenix. Phoenix. Ne, dann nehmen wir aber die Mustangs, die sind besser als die Phoenix. Ja, Mustangs. Okay, kann ich die jetzt aber nicht dauerhaft... Doch, kann ich... Das ist ja fantastisch. So, jetzt werdet ihr richtig Ärger von mir kriegen. Ja. Haha! Und ein Snipey mit Snipenstein. So. Kannst du gar nichts mehr machen. Ich bin mal gespannt. Das hat eine super Idee mit den Mustangs. Aber es leben original immer noch. Sind das meine? Ja. Oh, oh, oh. Da hat er immer noch so Flugviecher. Das ist sehr dumm. Kann das sein? Er hat immer noch so ein paar hier so kleine Phoenixe. Der ist voll auf Luft gegangen. Shit. Oh, wie kriegen wir hier auf den Sack? Oh, 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 kriegen wir auf den Sack. Ja, was machen wir? Wir könnten das machen. So, der Mustang wird erstmal natürlich befördert. Alles hier wird befördert. Hab ich gar nicht mehr so viel Geld. Aber ich brauche noch ein... Ah nein, jetzt kann ich mir das nicht mehr kaufen. Ich wollte die...
Raketenabfangjäger, nein! Kann ich mir nicht mehr leisten. Eiderdaus. Fuck. Jetzt habe ich hier verschiedene Höhen, wenn diese dummen anderen Fliegis hier noch kommen. Dass ich vielleicht noch Mustangs übrig habe, wenn die ein bisschen weiter von hinten kommen. Muss noch mehr Mustangs bauen. Oh nein, jetzt hat er auch noch Sonnengerät. Aber sehr gut. Er bleibt bei Flug. Sehr schön. Okay. Jetzt bleiben die Dinger noch. Wo habe ich meine anderen? Diesen Mustangs, sind die weg schon? Wir müssen die Phoenix noch ausschalten. Oh oh. Okay, die Flanke hat funktioniert. Sehr gut, jetzt müssen die Mustangs bitte hier mal ganz schnell kommen. Na, Mann. Sehr gut. Okay, jetzt werden diese Phoenixe auch vom Himmel geholt. Nice. Nice. Hat er da noch die Dinger? Wieso? Warum? Das habe ich aber nicht erlaubt hier. Oh no. Oh, vielleicht werden wir diese Runde auch nicht mehr überleben. Oh, wie knapp. Eieiei. Wow. Nehmen wir den Rhino-Angriff. Dann nehmen wir den Raketenabfangjäger. Ah ja, nicht so viel Geld. Um neue Einheiten zu bauen. So ein paar Upgrades leisten. Mal gucken, ob wir jetzt eine Chance haben. So, mein Wasp-Schwarm. Ey, warte. Nein, warte mal. Fuck, ich darf die nicht mehr nehmen jetzt? Wie kann ich das zurückgängig machen? Fuck! Ey, mein Rhino-Angriff! Ich kann den nicht mehr zünden! Warum? Weil ich schon fertig gemacht habe. Nein! Nein! Ich kann die jetzt nicht mehr machen! Oh, das ist ja fürchterlich. Oh, das ist scheiße. Das Ding nervt natürlich jetzt hier massiv. Aber jetzt. Oh, fuck. Nee. Das ist eine sehr gute Geschichte gewesen, dass er das hier genommen hat. Smart. Tatsächlich, leider. Das Ding ist leider sehr smart. Ja, das war's jetzt aber. Oh, warte, was sind das? Meine Freunde.
Oh, du musst das hier immer sowas von schnell aufhalten. Bitte? Ja, sehr gut. Oh, ich glaube, da haben wir Glück gehabt. Die Reiter von Rohan. Oh, alter Schwede. Wie wir uns einfach gar nichts mehr erlauben dürfen jetzt. Ja, Mist, das bringt mir ja nichts. Das hier. Und wer soll das bekommen? Ich dachte auch, dass wir das eher hier auf sein... Bam. Rhino-Angriff. Bam. Wasp-Schwarm. Bam. So, warte, jetzt haben wir richtig Geld. Oh, fuck. So, was kann ich noch für geile... Ei, ei, ei. Der Vulkan nervt, der ist krass. Ja, sehr gut, der ist weg. Da oben ist kaputt, sehr schön. Oh ja, sehr gut, sehr gut. Jetzt voll überrannt. Haha! Nice. Yes! Besiegt! Unglaublich! Da bin ich sehr begeistert. Die sind beide sehr gut, aber nicht so gut wie mein Kollege hier. Hammer! Nils, wie lange spielst du das Spiel schon? Ist es einsteigerfreundlich? Och, auf jeden Fall, finde ich schon. Man muss sich aber sehr damit auseinandersetzen. Warte. Man muss sich schon da ein bisschen mit auseinandersetzen. Aber es macht auch wirklich Spaß. Es macht wirklich, wirklich Spaß. So, jetzt haben wir ja schon, zocken wir ja schon so 2 Stunden. Jetzt ist die Frage, die wir uns stellen. Wollen wir jetzt mal weitermachen, eine kleine Pause und danach weitermachen mit Crusader Kings? Das wäre doch eine Möglichkeit, oder? Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ey, Angry, das machen wir nochmal, oder? Das macht wirklich Laune. Erstmal vielen lieben Dank dir. Du bist ein sehr guter Koop-Partner. Und ich zähle auf dich, wenn wir beim nächsten Mal weiterspielen. Weil es macht wirklich Laune. Oh. Je mehr man das Gute an dem Spiel ist, je mehr man das checkt, also je mehr man die Einheiten kennenlernt, das ist das A und O, einfach die Einheiten kennenlernen, desto mehr Spaß macht das, weil wenn man die Einheiten nicht kennt, dann ist es sehr viel Stochern im Dunkeln. Wenn man aber so langsam anfängt zu checken, okay, jetzt gerade mit dem Mustang, der hat mich komplett auf der einen Flanke mit seiner Luft aus, also der hat gecheckt, ich habe nichts gegen Luft, dann baut er da Luft auf meiner rechten Flanke, dann hatte ich zu spät die Mustangs gebaut und vorher versucht, mit den Wespen gegenzuhalten, was sich als völlig ineffizient herausgestellt hat. Und in dem Moment, wo ich dann diese Mustangs hatte und die dann auch noch mit den nötigen Upgrades versehen habe, haben die Mustangs halt alles aus der Luft geholt. Dann hat er den Fehler gemacht und hat dann noch
dieses andere UFO-Ding da gebaut, was ihm überhaupt nichts gebracht hat, weil es 3 Sekunden gelebt hat wegen der Mustangs und so. Also es ist schon wirklich sehr nice. Rangliste. Mein Rang. 376. Ist doch ziemlich gut. In der Division. Auf der Welt. Big Steve, the Champion. Ja, ja. Was? Schau dir mal Platz 12 an. Bist du auf Platz 12? Da! Ah, hier! Angry Kid hier unten. Da! Da ist er. Angry Kid. Platz 12 weltweit. Ne, Division. Ich dachte gerade. Aber nicht schlecht. Da habe ich dich zum Glück jetzt nicht so massiv runtergezogen. So, das war eine weitere Folge dieses fantastischen, tollen Spielchens. Und wir machen eine kurze Pause. Und dann spielen wir Crusader Kings 3, das neue Add-on Road to Power, weiter. Also stay tuned, Leute. Tschüss und auf Wiedersehen.